Ihr habt das Video wahrscheinlich aber auch schon gesehen, aber ich eben noch nicht. Deswegen gucken wir da jetzt mal rein. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jetzt die Einstellungen alle richtig übernommen habe. Ja, doch, müsste eigentlich so passen. Okay, wir gucken mal rein, was Sebastian zu sagen hat. Und ich werde dieses Mal auch nicht alle 5 Sekunden auf Stopp drücken, weil auch schon gesagt wurde, du unterbrichst den ja ständig beim Reden. Ich habe halt viel zu sagen. Aber ich werde es jetzt auf jeden Fall mal zurückschrauben und mich dann immer so alle 10 Sekunden mal sammeln und gucken, was ich dazu sagen habe. Wir fangen jetzt an mit Filmstarts. Los geht's. Die neue Serie Monarch Legacy of Monsters macht das Monsterverse rund um King Kong und Godzilla noch sehr viel komplizierter. Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und genau darüber müssen wir jetzt einmal sprechen, weil nachdem ich jetzt die 10 Episoden der Apple TV Plus Serie gesehen habe... Ich frage mich, ob Sebastian... Nee, das sage ich jetzt noch nicht. Wenn er es nämlich nicht sagt, will ich es jetzt ja auch nicht unbedingt spoilern. Das ist jetzt... Mal gucken. Sind bei mir eigentlich sehr viel mehr Fragen aufgekommen, als beantwortet wurden. Und vieles, was wir hier gesehen haben, verkompliziert halt wirklich alles, was wir aus den Filmen her kennen oder beziehungsweise jetzt nicht kennen. Darüber will ich mit euch jetzt mal sprechen und ihr könnt mir auch schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Hashtag Team Kong oder Hashtag Team Godzilla seid. Und oh, gute Frage, Chat. Team Kong oder Team Godzilla? Denkt nach. Duplo Games, schön, dass du auch am Start bist. Typisch Tobi. Ja, ich gebe nur das oder ich kann nur das umsetzen, was mir beigebracht wurde von meinem Sensei. Du Arschkeks. Team Kong sehe ich hier gerade. Wer ist denn hier Team Kong? Creator. Ei. Ja, Team Godzilla sind, glaube ich, eher die meisten, oder? Team Godzilla. Alle mal auf Sebastians Video draufgehen und mal Team Godzilla da reinschmettern. Team Kong, ey, ich bitte euch. Das ist ein Affe. Ihr seid nicht Team Godzilla. Und wir legen jetzt einfach mal los. Mein Gott, Zilla. Wir fangen mit einer Frage an, die ich noch komplett spoilerfrei beantworten werde. Deswegen kommt die Spoilerwarnung erst sehr viel später. Nämlich, was muss man denn vom Monsterverse eigentlich gesehen haben, um Monarch gucken zu können? Ganz ehrlich, ihr braucht... Ganz ehrlich, gar nichts, oder? Also ich schätze mal, Sebastian sagt jetzt, du musst Godzilla 2014 gesehen haben. Aber ich würde auch da sagen, den musst du nicht gesehen haben, weil muss man den gesehen haben? Es wird ja in der Serie erklärt, was passiert ist. So im Endeffekt musst du, um die Serie nachvollziehen zu können, nichts anderes gesehen haben. Obwohl, vielleicht um die Namen so ein bisschen zu kennen, Apex, Monarch wird hier erklärt, also eigentlich musst du nichts kennen, nee, gar nichts. Eigentlich nur 2 Filme kennen und eigentlich nur einen gesehen haben, denn Monarch spielt ja... Was hat er gerade gesagt? Was? Bin ich dumm? Oder macht der Satz keinen Sinn? Also du musst schon, wenn du... Was? Ihr braucht eigentlich nur... Du musst den doch sehen, um ihn überhaupt zu kennen, oder nicht? Obwohl man kann ihn dir auch erzählt haben. Ja, okay, wahrscheinlich meint er das damit. 2 Filme kennen und eigentlich nur einen gesehen haben. Denn Monarch spielt ja ein Jahr nach den Ereignissen von Godzilla aus 2014. Die Ereignisse in diesem Film spielen auch im Jahre 2014, weswegen die große... Ich muss besser aufpassen. Die spielen 2015, oder nicht? Die Serie. Die Ereignisse in diesem Film spielen auch im Jahre 2015. Ah, im Film, Entschuldigung. Okay. Deswegen die große Haupthandlung von Monarch im Jahre 2015 spielt. Da lernen wir Kate kennen und Kentaro, die jetzt hier gemeinsam nach ihrem Vater suchen, der irgendwas mit Monarch zu tun hat. Gleichzeitig gibt's dann aber ja... Im Endeffekt doch einfach scheißegal was, glaube ich. Nee, der Vater, ja, okay, nee, doch nicht unbedingt. Der Vater hat schon ein bisschen Relevanz, das ist ja...
eine zweite parallele Storyline, die so in den 50er und 60er Jahren spielt. Da lernen wir unter anderem Bill Render kennen, den wir in der Form von John Goodman in Kong Skull Island gesehen haben. Aber das ist hier auch wirklich nur nebensächlich. Also man muss Kong Skull Island nicht gesehen haben, aber Godzilla aus 2014 ist wirklich enorm wichtig und den muss man einfach gesehen haben, um hier so ein bisschen besser in diese ganze Story reinzukommen. Damit wisst ihr jetzt, welche Filme ihr gucken müsst. Die Frage ist natürlich, müsst ihr diese Serie überhaupt sehen? Und ich tendiere tatsächlich dazu, dass man sie nicht unbedingt sehen muss. Da würde ich mich nicht drauf versteifen. Ich glaube, dass die das nicht umsonst aufbauen. Du wirst die Serie mindestens sehen müssen, um logischerweise Staffel 2 verstehen zu können, denn es wird auf jeden Fall eine zweite Staffel geben. Sonst hätten die das nicht so enden lassen, wie es eben geendet ist. Ich schätze auch mal, dass Lee Shaw immer noch am Leben ist. Da haben wir nämlich auch nicht gesehen, wie er stirbt. Sondern eben nur, dass er quasi von dieser Weltallkugel da ins Nichts gestürzt ist. Das war auch so ein bisschen auffällig. Der wird auf jeden Fall noch am Leben sein. Aber ich glaube, dass die Serie, ich weiß nicht, ob diese Zwischenwelt doch noch irgendwie mehr Einfluss haben wird auf das Monsterverse, als wir das jetzt so denken. Unserem jugendlichen Leichtsinn. Ich glaube, dass da wirklich noch ein bisschen mehr mit gehandhabt wird. Vielleicht nur in den Serien, obwohl du musst ja generell, wurde ja auch vorhin schon geschrieben, um in diese Hollow Earth reinzukommen, musst du durch diese Zwischenwelt ja durchreisen. Das heißt, wenn wir jetzt in Godzilla Kong in der Hollow Earth sind, müssen wir ja vorher auch durch diese Zwischenwelt durchgeschlupft sein. Die muss Sinn irgendwie nochmal auftauchen. Ja. Sie halt alles sehr viel komplizierter macht und gerade auch versucht, wirklich mehr auf so einer menschlichen Ebene zu arbeiten und die Monster fast komplett außer Acht lässt. Godzilla taucht in dieser Serie irgendwie... Aber auch das ist eine Kritik, die habe ich auch bei David Hein schon nicht verstanden. Die Serie war nie dafür da, dass da Monster auftauchen sollten. Die heißt Monarch, Legacy of Monsters, ja, das Vermächtnis der Monster. Die Serie heißt weder Godzilla, noch heißt sie Kong, noch... Es war von vornherein klar, dass es hier um die menschlichen Figuren gehen sollte. Dass die so beschissen geschrieben sind, wieder mal. Ja, kann man drüber streiten. Aber es war von vornherein gesagt, dass hier die Menschen im Mittelpunkt stehen. Und es ist auch so. Ich finde, es ist keine Kritik, finde ich ein bisschen schwammig einfach, weil das ja so gedacht war. Für 5 Minuten auch. Also es gibt auf YouTube Zusammenschnitte, die nicht mal 5 Minuten lang sind, wo alle Godzilla-Szenen zu sehen sind. Dann gibt's noch zwischendurch andere Monster, die aber auch nicht wirklich zur Legacy of Monsters beitragen. Womit ich dann echt an dem Punkt bin, die Monster an sich, das sieht toll aus. Da merkt man das. Ja, weiß ich auch nicht. Ich fand der jetzt hier zum Beispiel, der sah aus wie einer von Fantastische Tierwesen mit seinem Leuchtegesicht. Der sah ein bisschen aus, als wäre er irgendwie im falschen Universum gelandet. Das fand ich ein bisschen schade. Wir erwarten, dass Godzilla 2 Stunden Screamtime benötigt. Ja, aber das ist halt, ich weiß nicht. Ich mag ja auch Godzilla 2014 am meisten vom Monsterverse, weil Godzilla eben hier so dezent benutzt wird. Ich finde, sobald du immer zu viel von irgendwas hast, dann verliert das so die Faszination mit der Zeit. Deswegen finde ich auch den King of the Monsters, den mag ich auch irgendwo. Der ist okay. Aber ich finde, der ist mir zu überladen. Da hast du einmal kurz, hast du so diesen Wow-Effekt bei den Monstern. Und dann kommt's aber Schlag auf Schlag. Dann kommt Rodan, dann kommt Mothra, dann kommt Ghidorah. Und dann denkst du dir einfach nur, okay, cool. Mhm. Der nächste, okay, cool, cool. Das verliert dann einfach so an Faszination mit der Zeit. Deswegen bin ich ein Riesenfan davon, wenn du Dinge, ja, nicht so häufig einbaust, wie jetzt ein Godzilla oder die Kaiju. Ich mag das einfach. Der Frostwarg war das, genau. Das war übrigens das eine Vieh, wo angesprochen wurde, dass wenn dieses Vieh auftaucht und zu nah an dir dran ist, war das, glaube ich, dann bekommst du so Halluzinationen. War das nicht so? Halt einfach das Geld hat, hier wirklich in CGI zu investieren und uns hier geniale Monster liefert. Wenn Godzilla in dieser Serie auch mal auftaucht, dann ist es wirklich fantastisch. Aber diese ganze mit unterschiedlichen Zeitlinien verwobene Erzählung ist irgendwann einfach echt langweilig. Ja, das habe ich aber auch nicht verstanden. Erstmal, ich fand die Zeitebenen der Vergangenheit war am Anfang interessanter. Am Ende ist das dann so ein bisschen umgeswitcht. Aber ich weiß auch nicht, warum man die Vergangenheit und die Gegenwart unbedingt in eine Serie, in eine Staffel klatschen musste. Hättest du lieber Staffel 1 und Staffel 2 draus gemacht, eine aus der Vergangenheit, eine aus der Gegenwart, oder du hättest einfach 2 verschiedene Serien draus gemacht?
Die eine heißt eben Monarch und die andere heißt eben Secret of the Hollow Earth oder irgendwie so ein Kram. Aber das merkst du hier auf jeden Fall schon, dass da sehr viel reingepresst wird innerhalb von 10 Folgen. Ist ja nicht gerade wenig. Aber das merkst du auf jeden Fall. King of the Monsters war im IMAX nicht zu stoppen. Und jede Szene mit Monstern war beeindruckend. Im IMAX, du, ich glaub dir das auch. Aber das kann beeindruckend sein, wie es will. Das ist wie bei Avatar 2, finde ich. Avatar 2 ist mit einer der schönsten Filme. Aber nach ungefähr einer Stunde denkst du dir, okay, jetzt ist aber einfach genug. Jetzt habe ich mich satt gesehen an der ganzen Nummer. Jetzt habe ich das schöne Blatt zum 50. Mal gesehen. Jetzt habe ich das schöne Wasser zum 50. Mal gesehen. Du siehst alles zum 50. Mal. Und das hast du, finde ich, auch bei King of the Monsters. Dass es einfach zu viel ist. Und permanent. Und da ist noch was. Und da und da und da und da. Nee, ich mag das mehr, wenn es so ein bisschen dezenter ist. Wie Godzilla Minus One als Beispiel. Vom Auftreten von Godzilla her. Der hatte auch nicht so einen riesen Screentime. Die Tatsache, dass sie Kurt und Wyatt Russell, also Vater und Sohn, haben, die hier ein und dieselbe Rolle spielen, ist da irgendwie nichts, was wirklich so herausstecht. Außer eben die Tatsache, dass alles sehr viel komplizierter wird. Und jetzt kommen wir in den Spoiler-Teil. Ab jetzt wird es Spoiler geben. Spoiler. Monarch Legacy of Monsters. Seid euch dessen bewusst und wir fangen jetzt mit der wichtigsten Frage an. Was zur Hölle ist eigentlich dieses Axis Mundi? Bislang? Er kennt den Namen sogar. Das hast du aber auf jeden Fall nachgeschaut, lieber Sebastian, oder? Ich glaube, den Namen hast du dir auch nicht gemerkt. Ja. Mal gucken. Meine Erklärung habt ihr eben gerade ja bekommen. Ja, ist halt ein Zwischenuniversum, eine Zwischenwelt. Kannten wir aus diesem ganzen Monsterverse nur die Hohlerde? Also genau. Und ich habe es ja vorhin aufgezeichnet. Oder wenn ihr das gerade hier auf YouTube seht, dann habe ich das Ganze in einem anderen Video erklärt, wahrscheinlich im Video hier vor, dass dieser Moment, bevor sie hier runterfallen da oben, bevor sie hier runterkommen, sind die in so einer Zwischenwelt, wo alles fliegt, wo es keine Gravitation gibt. Das soll wohl auch dieses Aximundi gewesen sein. Ja, das heißt, die Zeit ist in der Zwischenwelt anders als an der Oberfläche und dann hier aber dann wieder nicht. Was auch dann quasi alle so ein bisschen zum Schweigen bringt, die eben sagen, ja, das ist halt realistisch, ne? Denn in der Wissenschaft geht die Zeit hier unten auch anders als oben, aber das macht ja hier wieder keinen Sinn, weil die Zeit oben ist normal. In der Mitte ist sie ganz anders. Da ist ein Tag ein Jahr auf der Oberfläche und unten in der Hohlerde ist dann wieder normal. Das ist irgendwie Quatsch alles. Das Hollow Earth, wo wir ja dann auch tatsächlich das erste Mal in Godzilla vs. Kong eingetaucht sind, weil man hier sich irgendwie erhoffte, dass wenn man Kong dorthin schickt, kann er jetzt hier Möglichkeiten finden, um Godzilla zu besiegen. Und hier sehen wir dann eine komplett neue Welt, wo die Titanen offensichtlich komplett in Frieden leben, wo ja auch die Obwohl, soweit wir wissen, ist es ja so, dass in der Hollow Earth nur die Kongs und Godzillas leben. Auch noch so ein paar andere Viecher wie diese Warbats und so ein Kram. Aber vielleicht kommt ein Scar King wirklich aus diesem Aximundi. Das kann ja wirklich sein im Endeffekt. Obwohl, nee, der ist ja auch ein Kong. Entschuldigung, macht keinen Sinn. Offensichtlich eine riesengroße Gesellschaft aufgebaut hatten. Wir sehen da diesen Thronsaal. Aber jetzt haben wir halt Monarch Legacy of Monsters, wo diese Hohlerde noch verkompliziert wird, nämlich durch dieses Axis Mundi. Und das ist jetzt ein sehr interessanter Ort, weil hier noch eine weitere Sache hinzukommt, nämlich sowas wie Zeitreisen. Und in diese Axis Mundi kommt man auch über die Erdoberfläche. Das ist ähnlich wie bei der Hohlerde. Und das Ding hier, um nochmal ganz kurz zu meiner Shimo-Theorie zurückzukommen, das hier sieht doch aber genauso aus, wie dieses Portal, aus dem Kong rauskommt, im Trailer zu Godzilla Kong, was in der Wüste ist. Das sieht doch genauso aus.
über die Erdoberfläche. Das ist ähnlich wie bei der Hohlerde. Nur müssen wir jetzt schon mal davon ausgehen, dass Axis Mundi und die Hohlerde nicht ein und dasselbe sind. Weil die Axis Mundi hat besondere Fähigkeiten, weil hier irgendwie die Gravitation anders ist. Gibt es hier die Möglichkeit, dass dadurch die Raumzeit verändert werden kann? Und wir erleben das in der Serie gleich dreimal. Zum einen haben wir... Dreimal? Keiko Miura, die in der ersten Episode im Jahre 1959 in so ein Loch fällt, wir sie dann später im Finale oder kurz davor ja wiederfinden. Ja, das war auch was. Ich meine... Okay, 60 Tage hat sie ungefähr geschätzt. Sie hat, glaube ich, gemeint 59 Tage, ne? Dass sie in 59 Tagen aber einfach so eine Entwicklung durchgemacht hat und zu so einer richtigen Xena wurde, weiß ich halt auch nicht. Hätte mehr Sinn ergeben, wenn diese Zeitspanne wirklich irgendwie länger gewesen wäre, über ein paar Jahre und nicht 60 Tage. Das ist ein bisschen 60 Tage, keine Ahnung, ob man dann direkt von so einer Forscherin dann hier zu Legolas wird. Darf man auch nicht zu viel drüber nachdenken wahrscheinlich. Sie geht davon aus, es sind nur irgendwie 57 Tage vergangen. By my estimation, 57 days. In Wirklichkeit sind aber 60 Jahre vergangen. Das heißt, es gibt hier eine sehr, sehr große Zeitdiskrepanz. Und auch ein Li Shao reist ja mit dieser komischen Kapsel in diese Zwischenwelt und landet... Aber das war eine krasse Szene. Als Li Shao in diese Zwischenwelt runterreist... Und dann gibt es irgendwie so einen Cut und er wacht wieder auf und merkt einfach, dass dann, keine Ahnung, wie viele Jahre, 20 Jahre, glaube ich, nochmal vergangen sind oder so. Kann das sein? 20 Jahre, meine ich, waren es gewesen. Das war aber schon echt geil. Die hat mir gut gefallen, die Szene. Das sind nur circa 2 Monate. Meine ich ja, richtig. Du musst zu Xena, wer? Ja, das stimmt, wahrscheinlich hast du recht. 2 Monate ist schon eine gute Zeit, also das, aber ich, es war halt so ein bisschen so, bah, okay, du bist 60 Tage da unten. Wieder in unserer Welt 20 Jahre später. Und selbst ganz am Ende, im Finale, wenn eine Keiko gemeinsam mit Kate und Kentaro und Mei wieder zurückkommt, landen sie nicht im Jahre 2015, wo sie eigentlich angefangen haben. Sondern 2017. Das ist nämlich nicht Godzilla vs. Kong, das ist der Zeitraum vor King of the Monsters. Das ist 2017, wo die jetzt rauskommen. Im Jahr 2017. A lot's changed in the past 2 years. Somit baut jetzt Monarch Legacy of Monsters sowas wie Zeitreisen auf, auch wenn es sehr einseitiges Zeitreisen ist, weil man quasi in dieser Axis Mundi immer nur... Duplo Games war es jetzt gewesen. Du liest aber schon mit, was die Kanalpunkte bewirken, hoffe ich. Denn damit hast du gerade, wie viel hast du jetzt verschwendet? 300 Kanalpunkte hast du jetzt um Lau rausgehauen. Ja. Finde ich okay. Weiter in die Zukunft kommen kann. Das, was mich am Anfang gestört hat, war die Frage so, wo zur Hölle war das eigentlich in Godzilla vs. Kong? Weil da... Das war da in Godzilla vs. Kong. In Godzilla vs. Kong war es nochmal, ich sag's jetzt wirklich nochmal, das war diese Zwischenwelt, wo die Gravitation eben nicht da war, wo Kong quasi dann auch diesen Stein so komisch anfasst und dann merkt, okay, hier ist eben alles schwerelos. Ich frag mich aber, warum mussten die jetzt eigentlich zwanghaft 2017 wieder rauskommen und warum wieder auf Skull Island mit einer Forschungsstation, die aber diesmal einfach nur Apex heißt und nicht Monarch? Warum macht man das so komisch verwirrend? Es dachte doch wirklich jeder. Jeder dachte doch bestimmt, ah, das ist die Szene aus Godzilla vs. Kong, nur eben aus einer anderen Perspektive. Du musst ja erstmal raffen, dass da Apex draufsteht, bevor du das checkst. Raff nicht, warum man das gemacht hat. Wahrscheinlich für Staffel 2. Ich denke mal, da kommt nur irgendwie was. Staffel 2 wird eine Brücke werden von King of the Monsters zu Godzilla vs. Kong. Ganz sicher. Ja auch in diese Hohlerde gereist. Aber das Ding ist, die Hohlerde und Axis Mundi sind offensichtlich noch 2 ganz unterschiedliche Sachen. Damit etabliert Monarch Legacy of Monsters jetzt 3 unterschiedliche Ebenen. Unsere normale Erde, die Hohlerde und eben die... Sebastian macht das auch so.
Wenn ihr die Zahl 3 mit der Hand zeigen würdet. Moment. Na. So. Ich mache immer so. Wer macht denn so? Nee, ich kann das überhaupt nicht. Ich kann das wirklich nicht. So. Das machen aber einige Leute. So zeige ich doch keine 3. Ist halt auch hart irrelevant gerade, gell? Aber ich wollte es nur mal ganz kurz anmerken. Offensichtlich noch zwei ganz unterschiedliche Sachen. Damit etabliert Monarch Legacy of Monsters jetzt 3 unterschiedliche Ebenen. Unsere normale Erde, die Hohlerde und eben dieses Axis Mundi. Nennt es ja selbst im Finale A Place Between Places, also ein Ort zwischen den Welten. I don't think this is the realm of the Titans at all. It's a place between places. Und damit ist es hier. Ja, guckt, es wird nämlich nur einfach zwischendrin gesagt. Ich wusste es doch. Die erklären das einfach ganz kurz, während die so ein scheiß Raumschiff wegtragen. Da wird das kurz erklärt. Das heißt, wenn du in diesem Augenblick, wenn du da einfach nur kurz geblinzelt hast oder hast mal ganz kurz so gemacht, hast es einfach nicht mitbekommen. Und damit ist es hier offensichtlich nochmal so eine Zwischenstufe. Und wenn man jetzt mal versuchen will, das irgendwie zu erklären, kann man tatsächlich in diese Sequenz bei Godzilla vs. Kong reinschauen, wenn sie ja da mit diesen Apex-Fluggeräten durch dieses Loch fliegen. So ist es doch. Das habe ich doch gesagt, das ist es. Das hier jetzt. Ja, auch diese kurze Sequenz, die so ein bisschen an 2001 Space Odyssey erinnert, wo es sehr, sehr trippy wird und dann schießen sie am Ende wieder. Genau, und diese Stelle hier, die hier. Sequenz, die so ein bisschen an 2001 ist. Die soll. Ah, jetzt komm. Odyssey. Die sollte ursprünglich nicht im Film drin sein. Die sollte ursprünglich eine Post-Credit-Scene werden. Das heißt, diese Stelle hier sollte eigentlich nach Godzilla vs. Kong für etwas Kommendes etwas anteasern, was ja Post-Credit-Szenen immer machen. Da ist dann eben die Frage, ob die auch wirklich dieses Axis Mundi schon geplant hatten, dass das wirklich schon kommen sollte, oder ob die da was anderes geplant hatten. Weil ursprünglich sollten die nicht so in die Hollow Earth kommen. Das könnt ihr auch nachlesen. Das gibt's, da gibt es so ein Skript, das heißt kein Skript, da wird auf jeden Fall aber beschrieben, wie der Film eigentlich aussehen sollte. Und das sollte eigentlich gar nicht mit drin sein in dem Moment. Der solltest eigentlich durch diese Hollow Earth, solltest du eigentlich durch das Loch einfach durchswitchen können. Und das sollte eigentlich in einer Post-Credit-Scene erst auftauchen hier. Das mit dem Stück vom Raumschiff habe ich auch nicht verstanden. Die hatten es bei ihren Lager gebracht, aber sie mussten es zu viel zurücktragen. Ja, das war halt nur, damit der Plot irgendwie aufregender wird. Das habe ich mir aber auch gedacht beim Gucken, so dass die es jetzt alle tragen müssen, ist auch ein bisschen komisch, aber ja. Erinnert, wo es sehr, sehr trippy wird und dann schießen sie am Ende wieder durch ein Portal und sind in der Hohlerde. Das heißt, irgendwo dazwischen ist dieses Axis Mundi, was man offensichtlich auch als Ort richtig betrifft. Oder sie haben das Axis Mundi eben gar nicht erst betreten in Godzilla vs. Kong, weil du siehst ja hier, dass die in diesem, na. Dieses Axis Mundi, was man offensichtlich sehr, sehr trippy wird und dann schießen sie. Ja, dass die in diesem Lichtstrahl drin sind. Und das heißt, die verlassen wahrscheinlich diese Reise eben gar nicht. Die verlassen ja den Punkt nicht in diesem Axis Mundi. Die reisen ja quasi direkt durch in die Hohlerde. Und deswegen waren die wahrscheinlich gar nicht im Axis Mundi und haben deswegen auch in Godzilla vs. Kong keinen Zeitunterschied gemerkt. Aber es ist halt trotzdem komisch, dass in der Zwischenwelt ein Zeitunterschied ist und dann in der Hohlerde selber nicht mehr. Das ist halt total Banane irgendwie. Wieder durch ein Portal und sind in der Hohlerde. Das heißt, irgendwo dazwischen ist dieses Axis Mundi, was man offensichtlich auch als Ort richtig betreten kann. Was offensichtlich den Titanen auch ermöglicht, an einer Stelle zu verschwinden und an einer anderen Stelle Jahre später dann auch wieder aufzutreten. Ja, das habe ich ja gemeint, das ist dieses Schnellreisen, was sie jetzt eingeführt haben. Und ursprünglich wurde eigentlich mal gesagt in King of the Monsters, dass Godzilla sich ja im Wasser bewegt, durch so Wasserkanäle. Ich meine, das wurde sogar genauso gesagt. Jetzt ist es auf jeden Fall nicht mehr so. Jetzt ist Godzilla einfach, der kann jetzt quasi Schnellreisen auf der Erde aktivieren, dann switcht der durch diese Portale halt durch.
Somit würde zumindest erklärt sein, warum Godzilla zwischendurch auch mal verschwinden kann. Jahrelang hört man irgendwie nichts von ihm, dann taucht er auf einmal wieder auf, weil man sich ja schon fragen muss, wie kann so ein riesengroßer Titan plötzlich verschwinden? Im Monsterverse an sich wird uns erklärt, ja, das hat halt mit der Hohlerde zu tun, aber Godzilla vs. Kong hat ja schon etabliert, die Hohlerde ist nochmal was anderes. Offensichtlich eine ganz, ganz andere Dimension innerhalb der Erde, was durch dieses Axis Mundi, wo ja Raum und Zeit komplett verworfen wird, nochmal mehr bestätigt wird. Das Komplizierte daran ist jetzt halt nur, dass die ganzen anderen Filme darauf überhaupt nicht mehr eingehen. Jetzt ist Monarch natürlich eine Prequel-Serie. Was haben die gegen King of the Monsters? Ich habe keine Ahnung. Ich kann wirklich nur schätzen, dass die halt wegen den Rechten an Toho irgendwas machen. Weil die aktuell ja sehr viele neue Monster dazu erfinden, komischerweise. Und ich glaube, dass gerade in King of the Monsters sind halt zu viele Toho-Viecher mit dabei. Du hast Ghidorah, du hast Mothra, du hast Godzilla, du hast Rodan. Das war's, oder? Hier? Reicht dir aber eigentlich auch schon. Ich meine, die haben ja auch alle überlebenden Kaiju. Du musst dir überlegen, dass King of the Monsters damit endet, dass Godzilla ganz viele Kaiju zu sich ruft. Und Godzilla vs. Kong fängt damit an, dass dann irgendwo steht, dass die alle jetzt eliminiert wurden. Die versuchen irgendwie nochmal so einen Neustart zu machen gerade mit Godzilla vs. Kong und jetzt eben ganz klar auch nochmal mit Godzilla Kong. Die wollen damit einfach nochmal so einen richtigen Neustart machen, habe ich das Gefühl. So, ich bin voll mit Königsberger Klopsen. Hat es dir auf jeden Fall geschmeckt. Ich nicht, aber danke der Nachfrage. Ich schäppe mir hier gerade so ein Zitronenwasser rein. Ich habe so ein Faible gefunden für Wasser mit Zitronengeschmack. Aber da ist nur so ein Hauch Zitrone drin. Das ist das Schlechteste. Von Gerolsteiner tatsächlich. Darf man das sagen? Das ist nicht so gut. Da gab es bessere schon. Das schmeckt sehr künstlich. Ja. Die Zeit verhält sich vielleicht so, weil die dieses Zwischenwelt, was, weil die diese Zwischenwelt halt einfach eine andere Dimension ist, wie die Welt der Dingsbums aus Pacific Rim. Das könnte auch sein, dass das Axis Mundi halt, aber das wäre so komisch, das wäre halt so komisch aufgebaut dann, dass du oben die Erde hast, die Oberfläche, und dann hast du in der Mitte aber noch ein anderes Universum, was auch eine andere Zeitspanne hat, und dann ganz unten hast du wieder eine ganz andere Welt, die aber dieselbe Zeitrechnung hat, wie wir ganz oben. Ich finde es ein bisschen seltsam, diese Entscheidung. Wenn dann noch eine zweite Staffel kommt, könnte man hier versuchen, noch so ein bisschen mehr zu erklären, wie diese Zeitverwürfnisse hier vielleicht am Ende doch auch aufgehoben werden können durch neue Technologien. Aber wir haben jetzt halt einfach so einen Punkt, wo sowas wie Zeitreisen oder zumindest Zeitverwürfnisse wirklich möglich sind. Was es alles sehr, sehr merkwürdig macht, weil dieses Axis Mundi müsste jetzt theoretisch ja irgendwo nochmal aufgegriffen werden. Oder aber es ist halt wirklich nur was, was man sich jetzt für diese Serie ausdenkt und irgendwann halt einfach sagt so, naja, okay, das hat sich denn erklärt. Weil wenn die im Jahre 2017 auftauchen... Ja, ich denke auch, dass das Ganze so ein Seriending wird. Dass die in den Filmen gehen, die auf die Hollow Earth ein, und in der Serie gehen die einfach auf dieses Axis Mundi ein, könnte ich mir gut vorstellen. Wir ja nur 2 Jahre vor den Ereignissen von Godzilla King. Da ist doch die Szene. Hier. So endet King of the Monsters, wo diese ganzen Kaiju dann nochmal auftauchen. Ja. Und die wurden alle danach wieder rausgenommen. Obwohl, die waren, glaube ich, auch nicht von Toho, glaube ich, ne? Ich meine, die wären auch dazu erfunden worden, alle von Warner. The Monsters, also dem zweiten großen Godzilla-Film, womit wir immer noch nicht an der Haupthandlung des Monsterverse wirklich angekratzt haben. Von daher bin ich gespannt, wie sie das mit dieser Axis Mundi überhaupt noch lösen werden. Das Ganze ist also so ein bisschen wie die Quantendimension bei Ant-Man, nur irgendwie auch nicht, weil es ja offensichtlich wirklich nur eine Zwischenwelt ist. Ja, aber trotzdem ist das genau wie bei Ant-Man, so ähnlich. Von der Zeitverschiebung her kannst du damit aber auch in die Zukunft reisen. Und ich weiß nicht, das haben die doch einfach nur gemacht, damit die Serie direkt am zweiten Film anknüpft, oder nicht? Das war wahrscheinlich der einzige Grund. Damit sie irgendwie diese Jahresspanne von 2015 auf 2017 hinkriegen.
Der Brett in Pacific Rim, der Breach meinst du wahrscheinlich, war in den beiden Filmen nur im Wasser. Die Erschaffer der Kaijus waren Außerirdische. Ja, du, es muss ja auch nicht sein, dass das jetzt hier genau dasselbe Ding ist, aber da könnte man halt irgendwann erklären, okay, dieses Axus Mundi ist nur eine von den vielen Anomalien und eine andere Anomalie führt dann irgendwie in die Welt vom Pacific Rim. Das könnte man damit halt sau einfach erklären. Ich meine, ich habe mal einen Comic gehabt, den hat sogar Sebastian inzwischen. Den habe ich Sebastian geschenkt. Godzilla gegen die Power Rangers. Das ist auch eine ganz abgefuckte Geschichte. Und das dahinter fragt es halt auch keiner. Du kannst das schon sehr, sehr simpel miteinander verknüpfen. Aber ich glaube wirklich, der Grundgedanke hier ist jetzt erstmal ganz grob. Wir wollen irgendwie von 2005 nach 2017 kommen. Also machen wir einfach eine neue Welt auf, in der die Zeit anders verläuft. Und dann haben wir es gelöst, das Problem. Die hier aber gerade, sollte es noch eine zweite Staffel geben, durchaus noch wichtig werden könnte. Und hier müssen wir uns dann auch fragen, welche Rolle wird da Apex noch spielen? Weil die sind es ja. Ja, Apex wird Mechagodzilla erschaffen in Staffel 2. Das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Wir wissen ja, dass May für Apex gearbeitet hat. Das heißt, May wird da irgendwie mit involviert werden. Staffel 2 wird so ein Mechagodzilla-Ding werden, glaube ich. In Godzilla vs. Kong eine Möglichkeit gefunden haben, Mechagodzilla über den Kopf von Ghidorah zu steuern, indem sie da so ein Neuro-Interface gebaut haben. Obwohl ja einfach Ghidorah Mechagodzilla dann selber übernommen hat, ne? Hat nicht einfach Ghidorahs Gehirn dann den Typen getötet mit Elektroschocks und hat dann einfach die Kontrolle über Mechagodzilla selber übernommen? Das war auch eine sehr abgefahrene Geschichte. Womit denn ein Pilot halt diesen Mechagodzilla steuern kann. Und Apex Industries wird ja jetzt tatsächlich auch in Monarch wichtig, weil wir sehen die Vorstufe von denen. Damals hießen die noch AET, was für Applied Experimental Technologies steht. Und woran die forschen, sehen wir in Folge 7. Aber das ist doch nur ein Deckname gewesen, oder nicht? Weil du hast doch dann später noch diesen Moment gehabt, wo die Chefin von diesem AEP irgendwas auf so einen Bildschirm schaut. Und dann taucht auf einmal dann die Schrift, der Schriftzug Apex auf. Das war doch nur ein Deckname, glaube ich, für Apex gewesen. Nämlich auch schon an so Neuro-Interfaces, die sie hier noch an irgendwelche armen Affen anschließen, wo man aber jetzt schon genau weiß, okay, weil sie ja auch sagen, wir wollen wissen, wie man so einen Godzilla steuern kann, wie der sich bewegt, ist das hier quasi dann die Vorstufe für das, was dann später Apex wird, die ja dann unter Walter Simmons tatsächlich auch Mechagodzilla aufbauen. Und was soll man noch über Mechagodzilla erzählen? Vielleicht eher, wie sie an den Kopf gekommen sind. Das könnte sein, ja, tatsächlich. Das könnte wirklich sein. Und halt eben Mays Geschichte eben mit Apex dann zusammen. Sowas wird man dann wahrscheinlich eher erzählen. Steht jetzt hier ja wirklich auch irgendwo im Mittelpunkt und könnte neben Monarch eine weitere wichtige Funktion einnehmen, gerade wenn wir überlegen, dass hier noch eine zweite Staffel kommen könnte. Weil es sind die Apex-Leute, denen es am Ende irgendwie gelingt, herauszufinden, wo Keiko und Kate und Co. am Ende im Jahre 2017 auftauchen. Das heißt, die treiben ihre Forschung noch viel weiter, als es Monarch jemals getan hat. Weil wir wissen, dass Monarch seit den 60er Jahren agiert und bis zu diesem Zeitpunkt, wo Godzilla denn 2014 auftaucht, immer noch nichts geschaffen haben, um gegen diese Titanengefahr vorzugehen. Apex versucht da jetzt wirklich sehr viel mehr in diese Forschung zu investieren und könnte zumindest für eine zweite oder dritte Staffel auch noch von enormer Bedeutung werden. Und die könnten dann halt auch diese Axis Mundi für sich neu erforschen, für sich neu entdecken, wodurch dann vielleicht irgendwann auch in der Serie klar wird, warum wir das Problem der Zeitverschiebung in Godzilla vs. Kong überhaupt nicht hatten, dass sie halt mit ihren komischen Maschinen da die... Ja, die werden entweder darauf gar nicht eingehen oder sie werden es halt so erklären, dass man eben sagt, okay, die haben halt den Punkt niemals verlassen in diesem Zwischenuniversum und deswegen haben sie das eben auch nie gespürt, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ja, genau, Ghidorahs Kopf, den haben sie ja auch gefunden, dann von Apex nach Godzilla 2. Godzilla 2 wird dann einfach da enden. Ne, Quatsch, nicht Godzilla 2, sondern ich denke mal, dass dann Monarch Staffel 2 wird dann eben da enden, dass Ghidorah
Moment, das könnte aber auch noch interessant werden. Wenn Monarch Staffel 2 vielleicht da endet, dass Ghidorah dann quasi getötet wird. Und dann könnten sie aber in der Serie in Richtung Weltall gehen. Das wäre doch eine Option, dass die Serie dann eher eine Geschichte Richtung Weltall erzählt, wegen Ghidorah. Vielleicht doch noch irgendwann mal ein Space-Godzilla. Und dass sie dann in den Filmen quasi weiter die Hohlerde erforschen. Gibt's Apex noch in Godzilla vs. Kong? Ja. Die haben Dings gestartet, Mechagodzilla gestartet. Einfach durchfliegen konnten, ohne dass sie hier aufgehalten wurden. Aber wie gesagt, da bin ich wahnsinnig gespannt, ob die Serie da überhaupt noch irgendeine Erklärung für all das finden wird, weil das ist jetzt schon sehr, sehr kompliziert. Und wir müssen ja auf jeden Fall nochmal in dieses Axis Mundi zurückkehren, weil die Frage bleibt ja auch noch, ist Lee Shaw tot oder ist er noch am Leben? Er ist nie im Leben tot, das glaube ich nicht. Da werden sie für Staffel 2 noch irgendwas machen. Wenn der jetzt einfach nochmal in dieser Zwischenwelt ist, verliert er einfach nochmal ein paar Jahre, ne? Ich meine, die alte Version, gespielt von Kurt Russell, landet ja sehr aufopferungsvoll in dieser Axis Mundi und sorgt aber dafür, dass Keiko und Co. entkommen können. Aber natürlich wird er nicht tot sein, weil ich meine, wir haben gesehen, dass Keiko hier 60 Tage lang überlebt hat. Er ist jetzt ein Soldat, er kennt sich noch ein bisschen besser aus, könnte hier halt also auch. Ja gut, er ist zwar ein Soldat, aber er ist auch immerhin von einer extrem schnell fliegenden Kugel runtergescheppert, ne? Aber ich glaube auch, dass er noch leben wird. Ich glaube wirklich, der ist noch dabei. Und da wird es irgendwie eine Backstory geben, dass er was Neues rausgefunden hat in Staffel 2. Und dann gibt es eine Zwischenwelt zwischen den Zwischenwelten, wo die Zeit nochmal anders verläuft. Und zwar dreimal so schnell, wie sie oben drüber verläuft. Und dann fünfmal so langsam und, keine Ahnung. Das machen die dann so lange, bis einfach wieder alles normal verläuft. So ich weiß nicht, was sie vorhaben. Ich kann es euch echt nicht sagen. Noch für längere Zeit überleben. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass, wenn es zu einer zweiten Staffel kommt, wir nicht das letzte Mal Kurt Russell zu Gesicht bekommen haben. Und über ihn könnte man jetzt halt dann auch wieder sehr gut diese Handlung aufziehen, dass man diese Axis Mundi mehr erforscht, dass man da dann mehr auch über die Hohlerde erfährt. Weil offensichtlich sind wir jetzt auch an einem Punkt angekommen, wo zwar die Theorie zur Hohlerde aufgegriffen wurde, aber die Leute ja die Hohlerde an sich noch nicht gesehen haben. Viele werden jetzt Axis Mundi für diese Hohlerde halten, aber das ist ja quasi nur der Flur, die Vorstufe, die Empfangshalle. Es geht ja noch weiter runter und dafür braucht man ja auch irgendeine Energie. Und ein Lee Shaw könnte den Weg jetzt in diese Hohlerde. Ein Lee Shaw findet in Staffel 2 einfach Shimo da unten. Das wird passieren. Erde tatsächlich entdecken und es damit für Staffel 2 noch sehr viel weiter ausbauen. Damit sind wir dann auch schon fast am Ende dieses Videos angekommen. Wir müssen uns nur noch eine Frage stellen: Was war das denn jetzt bitte am Ende? Weil am Ende haben wir ja nochmal diesen Zeitsprung. Wir sind vom Jahre 2015 im Jahre 2017 gelandet. 2 Jahre vor den Ereignissen von Godzilla King of the Monsters. Und wo landen die? Auf Skull Island in einer Station von Apex und ganz zum Schluss taucht niemand Geringeres als Kong auf. Wir sind zumindest jetzt an die. Ja, warum Apex da ist, habe ich auch nicht verstanden. Oder verstehe ich jetzt halt nicht. Es müsste halt eigentlich Monarch sein. Aber auch noch nicht so früh. Und wenn Skull Island ist, wurde nicht sogar in Godzilla vs. Kong erzählt, dass die Bevölkerung auf Skull Island, dass die ausgelöscht wurde durch so einen komischen Sturm, durch so einen Tropensturm? Was, wenn es gar kein Tropensturm war, sondern es war einfach Apex? Das könnte auch sein. Punkt angekommen. Kong wird hier natürlich eine Rolle spielen müssen, weil er ja dann später in Godzilla vs. Kong hier auch auftaucht und gegen einen Godzilla selbst kämpfen muss. Aber Staffel 2 von Monarch, wenn sie dann kommt, könnte halt auch nochmal Skull Island mehr unter die Lupe nehmen, hier mehr erforschen, wie Kong und seine Gesellschaft hier tatsächlich aufbaut. Da kann man hier auf jeden Fall noch sehr viel machen und ich hoffe, dass sie auch ein bisschen mehr draus machen, dass sie wirklich auch. Ja, aber Kong hat auf Skull Island keine Gesellschaft mehr. Die sind ja schon alle, oder meint er die Menschen jetzt? Weil auf Skull Island gibt es keine anderen Kongs mehr. Die sind tot. Ja, wie die auf Skull Island kommen, habe ich auch nicht verstanden. Ja, keine Ahnung, verstehe ich auch nicht.
ein bisschen mehr auf die ganzen Mysterien eingehen und ein bisschen mehr auf die ganzen Monster eingehen, weil diese ganzen Charakterstories, dass eine May eine komplette Episode nur für sich bekommt, das habe ich persönlich nicht gebraucht, aber zumindest bin ich jetzt gespannt, was sie dann noch aus Monarch und Co. machen werden. Ja, da bin ich auch auf jeden Fall gespannt. Gut, die Figuren behalten sie ja anscheinend trotz allem mit bei. Also May hat ja überlebt. Die haben alle überlebt. Ist irgendjemand in der Serie überhaupt gestorben? Nö, ne? Also die haben sie auf jeden Fall alle noch beibehalten. Ich denke mal auch, dass Kurt Russell nicht tot sein wird. Und Staffel 2 wird kommen, denke ich mal. Die Serie war dafür nicht schlecht genug. Also die war jetzt ja kein komplettes Desaster. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe dasselbe Gefühl gehabt wie damals bei Singular Point. Godzilla Singular Point, wo ich mir auch gedacht habe, okay, die Idee an sich ist ja ganz geil, aber die Umsetzung ist halt so aufgesetzt, wirr und konfus. Warum haben wir jetzt hier zwei verschiedene Zeitebenen mit reinbringen müssen? Warum haben wir jetzt hier noch Zeitreisen mit reinbringen müssen? Warum mussten wir noch eine Zwischenwelt mit reinbringen? Das sind so Sachen. Warum muss ich wissen, dass Person A und Person B eine Beziehung haben und Person C und Person D sich auch schon kennen, auch schon was miteinander hatten? Warum wird mir das in der Serie so erklärt? Es gibt eine ganze Folge, die mir die Backstory erklärt von May und dem Stiefbruder von Kate, wie die sich kennengelernt haben. Das ist mir doch aber scheißegal. Das ist ja für die